Es ist jetzt 20 vor 7 am Abend und ich habe festgestellt, ich habe kein Brot mehr. Und wir brauchen morgen fürs Frühstück vor der Schule. Da mache ich immer Brote fertig für meine Kinder. Und deswegen werde ich dann halt selbst eben schnell ein Brot backen. Ich habe mir eben schnell ein Rezept rausgedruckt aus dem Internet. Und zwar habe ich das hier gefunden. So backst du das Jamie Oliver Brot mit nur drei Zutaten. Bin mal gespannt, ob das was wird. So, dafür brauche ich dann die große Erstmal brauchen wir 650 Milliliter Wasser. Und dann die Hefe drin auflösen, beziehungsweise die Trockenhefe reinfügen. Und das Ganze auflösen. Das steht im Rezept. Jetzt einen halben Teelöffel Salz. Ein Kilo Mehl brauchen wir. Und den größten Teil in das Wasser reinrühren mit einer Gabel. Ganze zu einem Teig kneten und immer wieder Mehl hinzugeben, bis das Ganze nicht mehr klebt. Gehen wir ans richtige Kneten ran. Ein Kilo Mehl sind verbraucht und es klebt immer noch. Deswegen werde ich ein paar Haferflocken mit reingeben. Gerne die Haferflocken. So, und das Ganze werde ich jetzt wieder mit Mehl bestäuben. Und dann für eine Stunde stehen lassen, zugedeckt, damit es gehen kann. So, eine Stunde ist durch. Und jetzt schauen wir mal, was der Teig macht. Ein bisschen die Hände mit Mehl benetzen und das Ganze ordentlich durchkneten, damit die Luftblasen verschwinden. Und jetzt kann man den Teig nach Belieben anreichern, zum Beispiel mit Kräutern, Nüssen, Körnern. Und ich habe mir überlegt, ich nehme Röstzwiebeln. Das wird also ein Zwiebelbrot.
Und das Ganze lassen wir dann wieder 30 bis 60 Minuten gehen. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen, 180 Grad, Oberunterschiene und für laut Rezept 40 Minuten. Da bin ich mal gespannt. Die Backzeit kann je nach Ofen etwas variieren. Deine Brote sind fertig, wenn sie eine goldbraune Kruste haben und hohl klingen, wenn du auf der Unterseite klappst. Ja, dann warten wir jetzt mal 40 Minuten. Heiß. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann man essen. Kann man essen, aber da fehlt noch ein bisschen Salz. In dem Brot, was ich gestern gebacken habe, habe ich 1,5 Esslöffel reingepackt. Hat super geschmeckt. Und hier im Rezept stand einen halben Teelöffel. Jamie, Oliver, sorry, aber es hapert am Salz in deinem Rezept.